Das ist unsere Uni. Diesen Lageplan habt ihr sicher schon gesehen. Und so sieht das Ganze vermutlich gerade auf eurem Handy aus. Und so sieht das Ganze in echt aus. Und hier unten, da stehe ich. Und damit ihr hier nicht völlig lost geht, haben wir für euch diesen Film hier gemacht. Ich werde euch hier die wichtigsten Stationen auf dem Campus zeigen. Das hier ist das Uni-Hochhaus. Sehr wichtig für eure offiziellen Studienangelegenheiten. Hier sitzt das Präsidium, der Studierendenservice und viele Beratungsstellen, die im Laufe eures Studiums vielleicht wichtig sein werden. Außerdem kann man hier nachts Tetris spielen. Glaubt ihr nicht? Stimmt aber. Das ist der Christian-Albrechts-Platz. Und das da ist das Audimax. Kommt mal mit. Hier findet ihr die größten Hörsäle. Hier finden Messen und Infoveranstaltungen statt. Aber das Geilste ist, hier gibt es immer randvolle Süßigkeitenautomaten. So, das war das Audimax. Und jetzt geht's weiter zur Mensa 1. Da sind wir. Hier befindet sich übrigens auch das Studentenwerk. Also nochmal ganz langsam. Das ist Mensa 1 und Mensa 2. Und zurück zur Mensa 1. In beiden Mensen gibt es Essensangebote. Heißen Kaffee, kaltes Eis, coole Veranstaltungen. Die Mensa 1 liegt direkt beim Audimax. Mensa 2 liegt bei der UB, also Uni-Bibliothek oder BIP genannt. Manche sagen aber auch, dass Mensa 1 oben liegt und Mensa 2 unten. Warum? Deswegen. Fast der gesamte Unikomplex erstreckt sich auf einem 2 Kilometer langen Abschnitt der Olshausenstraße. Die Gebäude der Fakultäten sind quer darüber verteilt. Außerdem gibt es noch die pharmazeutische Fakultät, die liegt etwas weiter weg. Und die technische Fakultät, die liegt noch viel weiter weg. Auf der anderen Seite der Förde. Nämlich hier. Das war die Olshausenstraße. Die werdet ihr noch öfter hoch und runter laufen. Jetzt sind wir in der Leibnizstraße. Hinter mir ist die Mensa 2. Hier liegt auch das ZFL, das ist das Zentrum für Lehrerinnenbildung. Und das ZFS, das ist das Zentrum für Schlüsselqualifikationen. Die Straße führt runter zum Botanischen Garten. Und dort ist die große Uni-Bibliothek. Was eine Bibliothek ist, muss ich euch ja nicht erzählen, oder? Hier könnt ihr übrigens auch in Zeiten von Semesterferien, Hitzewellen oder Pandemien Bücher ausleihen, lesen und in Ruhe arbeiten. Und wir lassen die jetzt auch in Ruhe arbeiten und bleiben draußen. Übrigens macht hier jeder mindestens ein Selfie wegen des coolen Spruchs. Also, manche Leute gibt's. Ein weiteres Highlight ist unser Botanischer Garten. Bester Ort für eine kurze Auszeit, romantische Spaziergänge oder einfach ein bisschen Jungle Time, wenn es draußen mal wieder viel zu kalt ist. Hier ist das Studentendorf. Eines von vielen Studentinnenwohnheimen. Sogar mit einer von 5 Kitas für Kinder von Studierenden und Beschäftigten der Uni. Hier gibt es viele schöne neue Gebäude. Moderne Gebäude und, naja, eben auch Gebäude. Tada! Hier im Sportforum gibt es ein fantastisches Sportangebot. Von A wie Aikido bis Z wie Zumba. Und wer keine Lust hat, sich selbst zu bewegen, der kann anderen auch einfach beim Sportmachen zugucken. Lecker Kaffee trinken und vielleicht ein paar nette Leute kennenlernen, ha? Willkommen im Wissenschaftspark! Hier sind viele Firmen, aber auch Einrichtungen der Uni untergebracht. Zum Beispiel Open Campus. Da kann man spannende Seminare belegen oder die Starter Kitchen. Ob das mit Kochen zu tun hat, müsst ihr schon selbst herausfinden. Apropos Essen. Na, wo sind wir? Richtig, Mensa 1. Ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt dringend was zu essen.
So, ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr und habt eine erste Übersicht gewonnen. Natürlich gibt es noch vieles mehr auf dem Kieler Campus zu entdecken. Deshalb einfach mal den Plan in die Hand nehmen und auf Entdeckungstour gehen. Es lohnt sich. Ciao.